bereits zum 7. Mal in Folge ohne Sieg. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball bei den Spielen der 16. Meisterschaftsrunde. Die sind allerdings nicht komplett, denn ein Spiel, Vorwärts Steyr gegen den Lasker, also das oberösterreichische Derby, das musste wegen der Wetterverhältnisse auf Samstag 15.30 Uhr verschoben werden. Austria Memphis, zuletzt starken Formschwankungen unterworfen, spielte gegen Ried und das ist das Überraschungsteam der Meisterschaft. Zwar auswärts etwas schwächer als in den Heimspielen, aber immerhin Respekt hat diese Mannschaft allemal verdient. Das erste Spiel zwischen diesen beiden Teams endete torlos, also 0:0. Diesmal erhoffte sich die Austria Verstärkung, nämlich durch Thomas Daumantas, einen Litauer, der über Belgien zur Austria gestoßen war. Die Austria-Fans erwarten sich sehr viel von dem neuen Mann. Pakult, Wagner und Rachimov sind verletzt bei der Austria, auch Nabekovas fehlt, er wurde arthroskopiert. Ried-Trainer Reutinger muss auf den verletzten Weber verzichten. Er meint, ein Unentschieden wäre heute das höchste der Gefühle, das große Ziel, denn die Mannschaft ist schon ziemlich ausgebrannt am Ende der Kräfte. Jetzt wirkt sich natürlich der kleine Kader aus. Ivsic, und hier verfehlt Glasner den Ball. Die Oberösterreicher mit der ersten gelungenen Aktion im Spiel, nach 18 Minuten erst. Die Austria tut sich schwer, kommt bisher eigentlich nur bis zum Strafraum von Ried, dann ist Endstation, Schmidt. Und ganz schwacher Schuss. Ja, so versanden die Austria-Angriffe. Bisher noch keine einzige echte Torchance im Spiel. Ogris für Daumantas. Und ein missglückter Schuss des Litauers, der eine durchaus erfreuliche Erscheinung in einem bisher unerfreulichen Spiel ist. Der 20-Jährige zeigt Selbstvertrauen, gute Technik und Übersicht und ist ein Versprechen für die Zukunft. Pfeffer, Milde, wieder Pfeffer, Ogris, und Kogler vergibt. Die erste Hälfte, alles in allem, Fußball zum Wegschauen, Pausenstand 0:0. Daumantas wird hier gehalten, das gibt natürlich Freistoß für die Austria. Ogris für Daumantas. Guter Schuss, gleich zu Wiederbeginn zeigt der Litauer, dass er auch schießen kann. Pfeffer. Kogler. Rückpass von Lesiak. Und Tormann Ungar vermählte. Ja, das hätte auch ins Auge gehen können. War eine riskante Sache für Tormann Unger. Schießwald, weiter Pass jetzt für Glatzer. Schmidt. Leitner. Er hat nach Foul ausgesehen. Wir schauen es uns gleich in der Zeitlupe an. Da kommt Leitner. Ja, und war auch zweifellos ein Foul, hätte Freistoß geben müssen, keinen Elfmeter. Der Druck der Austria ist jetzt stärker, aber jetzt ein Angriff der Oberösterreicher, Mraz, und ein schweres Foul von Schießwald. Gelb für Schießwald ist hier fast ein Geschenk. Ein ganz schweres Foul war Torraub, Glück für Schießwald und zweifellos eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Kirchner. Mraz muss dann mit einer Schulterverletzung ausscheiden. Schmidt setzt sich gegen Kramer durch und dann ein schlechter Pass. Na, hier hat Tormann Unger aufgepasst. Weiterhin große Schwierigkeiten der Austria gegen eine konsequente Abwehr der Oberösterreicher. Kampfhofer für Stanislawiewicz. Wieder Dampfhofer und Eder vergibt die Riesenchance auf die Führung für Ried in der 67. Minute. Zeitlupe zeigt, Eder muss sich ärgern, er haut hier ordentlich daneben. Die Austria muss schließlich froh sein, ungeschlagen davonzukommen. Dampfhofer
und Wohlfahrt. Das 0:0, zweifellos ein Erfolg für Ried. Wir haben heute dieses Unentschieden nicht nur ermauert, sondern auch gespielt. Und aus meiner Sicht war das ein Torraub. Und wäre der gegeben worden, aber ich will da jetzt den Schiedsrichter nicht judizieren, aber wenn der gegeben worden wäre, hätten wir vielleicht die Partie sogar gewonnen. Und wieder also ein 0:0. Spiele, in denen es Tore regnet, sind es nicht gerade zwischen Austria und Ried. Totospiel 4 jedenfalls 0:0 und der richtige Tipp also X. Und damit kommen wir zum Spiel.